Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Alex, mit einem neuen Video. Um was es diesmal geht, erfahrt ihr nach dem Trailer. So, hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar, der Teller klappert ein bisschen. Heute wird's ein bisschen kurios. So, um was es sich handelt, machen wir's mal ein bisschen spannend. Ich habe hier auf einem Teller ein Stück Zitrone, ja, ein Zebra noch, ja. Eine ganz normale Gurke und eine Zwiebel. Und, nein, kein Wodka, sondern Essig. So, jetzt fragt ihr euch, was hat der denn jetzt damit vor? Ja, ganz einfach. Und zwar hat da einer von meinen Zuschauern eine super Idee gehabt. Und da habe ich mir gedacht, gut, was machen wir? Und zwar geht es hier drum. So, wie heißt das Zeug? Mikroalurin, Mikroalien, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Gibt es bei eBay zu kaufen. Und auch bei Amazon. Kostet 11 Euro. Es kommt aus der Schweiz, Schweizerland. Wer hat es erfunden? So, und zwar handelt es sich hier um irgendwelche natürlichen Beeren, die irgendwie in Tablettenform gepresst worden sind, und ja, was sie können, das sagen wir gleich. Packen wir erstmal aus. So. Verpacken wir schon mal gut. Okay, da sind wohl mehrere Dinger drin. Da sind dann hier wohl eins, so. Ja, so. Vier, fünf Stück sind da wohl drin. So, eins liegt hier so am Boden, aber ist egal. So, zuckerfrei und so weiter und so fort. So. So, was macht man mit den Dingern? Fragt ihr euch jetzt, ne? Sind jetzt irgendwelche Bonbons? Und wenn ja, was hat die Zitrone und die Zwiebel und der Essig damit zu tun? Ja, ganz einfach. Das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, hier sind die Pillen. Die Pille für den Mann. Ne, riechen tun sie nicht. Ich hoffe, ich überlebe das Experiment jetzt hier. So, was soll diese Pille können? Sobald sie sich aufgelöst hat im Mund, verspricht der Hersteller, dass man alles süß schmeckt. Egal, ob man jetzt bitter oder sauer oder etc. pp. isst, es soll eigentlich alles süß schmecken. Und ja, na, ich bin da gut. Probier ich das mal aus für euch. Machen wir das mal. Ja. Schmeckt jetzt auch nicht viel, ne? Schmeckt wie irgend so ein mehliges, ja, Kirschbonbon oder was. Löst sich auch relativ schnell auf. Lecker ist es jetzt nicht. Also irgendwelche andere Zutaten sind jetzt hier nicht beschrieben. Ja, schmeckt wie so ein mehliges Zitronenbonbon, also Kirschbonbon. Ja, hat doch schon aufgelöst. So, womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, mit der Zitrone, oder? Schauen wir mal, ob Zitrone Zitrone schmeckt oder ob es anders schmeckt. Ach, ein bisschen rutschig hier. Boah, aber geil. Das schmeckt wie eine, ja, wie eine Orange. Das ist echt geil. Das ist nice, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schmeckt tatsächlich wie so eine Orange. Aber voll lecker, ja. Ja, nehmen wir mal, ja, den guten Wodka-Essig, oder Essig, kein Wodka. Das schmeckt wie, ihr könnt es mir glauben oder nicht, schmeckt wie Zuckerwasser. Das ist jetzt Wasser mit Zuckerwürfeln hier drin. Ist das spooky, oder? Das ist schon, aber man hat konstant so einen süßen Geschmack jetzt im Mund. Einfach nur süß, 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 süß. Nachdem ich jetzt die Zitrone gegessen habe. Knaller. Das ist cool.
So, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier die Gurke esse. Schmeckt nach süße Gurke. Kann man essen, aber hat mit Gurke nichts mehr zu tun. Also, ja, es schmeckt einfach nur wie Gurke, die ein bisschen mit Zucker gepudert ist oder so. So, und jetzt werden wir mal ganz ekelhaft, und zwar eine Zwiebel, also besser gesagt eine Schalotte. Ist ja eine Verwandte von den Zwiebeln. Riecht natürlich noch wie eine Zwiebel, klar. Und nein, da funktioniert es nicht. Boah, ist die scharf. Nee, weil bei der Zwiebel funktioniert es nicht ganz. Nee. Zwiebel bleibt Zwiebel. Ja, jetzt probiere ich nochmal die Zitrone, ob sich das jetzt irgendwie so geändert hat. Ja, aber die Zitrone schmeckt weiterhin nach Orange. Ja, ist der Knaller. Ja, aber wie gesagt, könnt ihr mal probieren. Also, wenn ihr mal Spaß dran habt, könnt ihr mal googeln oder bei Amazon mal gucken. Ja, ist ein cooler Gag auf jeden Fall. Könnt ihr mal so die Leute verarschen, ne, bei so einer Party. Könnt ihr mal so Wetten machen, ist mir gerade so eingefallen. Könnt ihr ja vorher eine so eine Tablette nehmen und dann sagen, ja, ich schaffe hier drei Zitronen pur zu essen. Und derjenige dann, der das auch schafft, keine Ahnung, muss ein Bier ausgeben oder sonst irgendwie. Kann man ja irgendwie sowas kreieren. Weiß ja nicht derjenige, dass du jetzt vorher so eine Tablette genommen hast. Ne, ist ganz cool. Ja, das war's wieder zu diesem Video. Ich dachte, machen wir mal hier so ein kleines Experiment. Leckere Sache, also lecker, interessante Sache. Ja, und schaut auf meinen Kalender. Am 4.1. gibt es das nächste Video. Ich wünsche euch allen einen guten, schönen Rutsch. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, hoffe ich mal, auf meinem Kanal. Ihr müsst natürlich abonnieren, sonst sehen wir uns leider nicht. Das wäre auch schade. Und ja, und es wird wohl auch, es wird nächstes Jahr wird definitiv einige Kochvideos geben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.